Strafe gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Und ein fröhliches herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinity. Ich bin immer noch euer Element und wir sind mittlerweile bei Part 3 angekommen und stehen jetzt vor dem Blue Ribbon. Haben uns erfolgreich gerade gegen diese Horden von, keine Ahnung, Polizisten sollen das sein, gekämpft mit einer Walter. Mit einer Walter-Pistole. Und haben auch diesen Feuerfreak da vorne ganz erfolgreich zur Sau gemacht. Und jetzt gehen wir da einfach mal rein und schauen, was passiert. Wir müssen ja immer noch diese Elizabeth, glaube ich, heißt sie, müssen wir noch retten, um unsere Schulden zu tilgen. Wir haben auch schon ganz ordentlich gesplattert. Also dieser Haken ist extrem cool, wenn du so einen Nahkampf-Finish-Kill machst und ähnliches. Also hat was. Wie gesagt, also ich persönlich bin sehr angetan von dem Game und es hat meine Erwartungen aufs Vollste erfüllt, sogar übertroffen. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter, was da so passiert. The Rise of Columbia, das sind so... Ah, das sind so... Nein, die lassen wir weg. Die Kinoclips, das muss ich jetzt nicht haben. Ah, ne. Was sind das nicht? Die zwei Freaks vom... Ja, genau, das sind die zwei Idioten, wo man einen Kopf oder Zahl sagen mussten. Aber bevor wir jetzt da weitermachen, die hat nämlich auch wieder so eine Plasmidflasche in der Hand, wenn ich das richtig sehe. Die nehmen wir uns dann. Aber ich glaube, wir schauen jetzt erst einmal hier so rundherum. Vielleicht kann man da noch irgendwas was finden. Wie gesagt, Geld kann man ja immer brauchen. Ist ja auch ein großes Suchen und Zerstören. Game, haben wir schon was gefunden. Sind wir noch Flaschen irgendwie? Ne? Mal. Juhu, wir haben uns einen angesoffen. Wie cool. Oh, ein Schrank. So, hier noch Munition, Maschinengewehr. Nehmen wir auch mit. Oh, dem sehr Rausch vergeht aber schnell, wenn das immer so schnell funktionieren wird. Haben wir hier noch irgendwas? Zigaretten. Auch mit. Okay, ins Telefon. Salz. Auch mit. Das ist voll. Okay, was haben wir jetzt hier? Schild-Upgrade nehmen. Ne? Nehmen wir doch mal. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Ja, super. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Gott, die zwei machen mich echt fertig. Die sind genau wie die Freaks. Die sind genau die gleichen. Was geht mit denen eigentlich ab? Das sind die mit dem Ding, das sind mit dem Schild, mit den Münzen. Das sind die, die wir uns auch ganz am Anfang hingeschippert haben. Die sind echt anstrengend, die zwei. Waschbecken. Oh nein, Waschbecken brauchen wir nicht. Irgendwas Wichtiges hier? Ne, gut, dann gehen wir weiter. Wir müssen eh noch in die Richtung. Okay. Fässer. Blut in den Straßen. Aha. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Sodom unter uns. Also... Ach, hat schon sehr was von der Sekte. Und wir kommen auch der Statue immer näher. Also weit, so wirklich weit kann es ja nicht mehr sein. Ich finde vor allem das sehr heavy immer mit diesen Gebäuden, die schweben und dann aneinander docken. Wie willst du denn hier vernünftig, also von A nach B kommen, wenn du lebst? Also in dieser Stadt leben, meine ich. Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhaken könnte? Ah! Okay. Der Haken muss magnetisch sein. Ah. Beeindruckend. Cool, der war auch geil. Oh, dies, oh, und ein Maschinengewehr. Ja, ja, Mann. Jetzt können wir hier mal... Ah, ja. Okay, Maschinengewehr. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Schauen wir mal, wo der nächste Gegner ist. Den können wir mal erfolgreich mit dem Ding über den Haufen schieben. Da ist nochmal ein Salz. Salz ist im Voll. Endstation für dich! Schauen wir mit dem Feuerplasmin ein bisschen arbeiten. Wo ist eigentlich der Freak?
falsche Hirte ist hier. Schön, wo ist er denn? Und wo schießt denn dieses Freak? Leg die Waffen nieder! Ja, ich würde mich gern wehren, aber ich sehe dich nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Okay, also dieses Übernehmen Plasmid-Ding da, das ist echt praktisch. Muss ich schon mal sagen. Hast du zumindest bei Maschinen und bei den Autogeschützen und so deine Ruhe. Lauf, lauf, lauf! Da komm her, du genauso. Oh nein, mein Schild ist kaputt. Okay. Ach, von da oben? Ah. Penner von hinten. Ich glaube, jetzt hängt's. Oh, da ist nochmal Salz. Das nehmen wir auch mit. Noch mal genau schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Die Richtung. Immer weiter feuern! Erwarten Sie Ruhe und verschließen Sie, wenn möglich, die Türen. Der Prophet hat die Gefahr und ist voll bereit. Nicht bist du sicher? Das mit dem Haken finde ich auch extrem cool. Da wieder rein, okay. Wo ist jetzt eigentlich da? Ich habe doch noch einen gehört. Wo sind die denn alle wieder hin? Oh, Kohlen, 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 Kohlen. Nehmen wir alles mit. Der falsche Prophet. Schön. Ich bin der Antichrist. Ich bin der falsche Prophet. Das würde ich allerdings wissen. Das würde ich wissen, wenn ich hier sterben müsste, mein Freund. Gewalt ist keine Lösung. So sehr viele Leute. Es darf kein. Nicht jede Situation entwickelt sich zum Kampf. Ja gut, wenn du das sagst, wir werden es probieren. Eigentlich bin ich ja ein sehr friedliebender Mensch, deswegen muss ich ja nicht zwangsläufig alles abknallen, aber... Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Oh, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Ich finde das mit dem Haken echt cool, Mann. Oh, wie cool. Ja, jetzt komm, stirb. Wow, 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 rein, 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 rein. Oh. Das war jetzt bei mehr als nur knapp. Wobei mir der Typ sehr leid tut. Der hat mir nichts getan und hat gesagt, ich soll nur gehen. Den wollte ich gar nicht umbringen. Das war also ein reines Versehen. Muss ich jetzt schon mal hier so ganz dezent dazu sagen, dass das keine Absicht war. Der tut mir schon ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Finde ich hier schon so einiges, was man plündern kann, muss ich schon mal feststellen. Oh, da liegt einer. Ja, da liegt er gut. Schreibtisch. Munition! Munition kann man immer brauchen. Die Richtung, okay.
hin? Gerade aus die Richtung. Ich bring dich um. Also dieses Schild, was ich da bekommen habe, ist aber auch sehr praktisch, muss ich sagen. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie überflüssig gewesen wäre oder so. Das ist echt praktisch. Oh, ein elektronisches Pferd. Oh, interessant. Oh, da liegt... Nein, schade, ich hätte gedacht, da liegt Kohle am Boden. Aber man kann ja schon trotzdem einiges plündern. Das schadet nicht. Oh. Lag der viele. Okay. Okay, er sitzt da oben. Kann man hier schön im toten Winkel bewegen. Die Macht der toten Winkel. Ha. Schissene Maschine. So viel zum Thema dazu. Okay, aber... Oh, wir sind fast da, in Anführungszeichen. Da hinten sehe ich schon wieder den Monument Mountain. Bruderschaft der Raben. Aha. Interessant. Aber gut, wir werden sehen, was es hier so auf sich hat mit dem ganzen Zeug. Aha. Haben wir wieder Salz, das nehmen wir mit. Das brauchen wir unbedingt. Haben wir hier noch Kohlen? Eine Taschenlampe fehlt noch, finde ich. Also Taschenlampe wäre manchmal recht praktisch. Ja, ist ja John Will's Booth. Ja, genau. Ja, ich hab's nicht mal gelesen und hab schon gewusst, das ist John Will's Booth. Boah, Wahnsinn. Er sieht ihm auch ähnlich. Okay. Wer es nicht weiß, John Will's Booth hat Abraham Lincoln in der Oper erschossen. Nur so am Rande Information, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ja, genau. Genau dieses Bild. Ach so. Gott, wo kommen die Freaks denn jetzt her? Abgebrannt, glaube ich, nennt man sowas. Okay, war ein schlechter Wortwitz, ich weiß schon. Oh Gott, hier geht's ja richtig blutig zur Sache. Aha. Aha, aha. Na gut. Sieht ein bisschen heruntergekommen aus, die ganze Aktion hier, aber die Frage ist, warum? Ein Audiolog, ja? Spielen wir den nochmal ab. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Okay. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Super. Das ist ein richtig typisches Sektengeschwätz, was ich mir da jetzt anhören darf. Aber ist egal, jetzt gehen wir mal raus bei der Tür. Was haben wir hier? George Washington oder was? Führte uns der Prophet nach Peking und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Ich glaube, hier ist ein bisschen Diskretion besser angebracht. Und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet
Haltet ihn auf! Haltet ihn nieder! Das hat ja richtig gut funktioniert mit der Granate. Komm her. Ich finde den Haken so stark. Ja, genau. Vor allem solche Sachen. Wow. Wollen wir mit dem Schussfeld raus? Wo ist der? Da, wo du nicht mehr bist gleich. Müssen wir alles plündern. Plündern! Plündern! Ah, nach oben, nach oben, oben, Salz! Oh! Erhöht die maximale Gesundheit, erhöht das maximale Salz, erhöht die maximale Schild. Aber ich glaube, am Anfang ist jetzt, glaube ich, mehr Schild nicht falsch. Ich fühle mich schon besser. Leer geballert! Ja, Mann! Dafür, dass dieser Haken eigentlich dafür gedacht ist, um von A nach B zu kommen, haut der dermaßen rein. Oh, Tonschlüssel. Optionale Aufgaben stellen die Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Suche bereits erkundete Orte erneut auf, um ein Schloss für diesen Schlüssel zu finden. Oh Gott, Anna. Gut. Für ein Mitglied der Rockpopuli halten seinen schrecklichen Armauflauf. Alles ging sehr schnell. Hass erfüllt. Da sind sie ja, meine Freunde. Und jetzt haben wir da einen Haufen brennende Freunde, ihr Freaks. Interessant, ich habe sie sogar weggebrannt. Cool. Okay, na gut, dann schauen wir weiter. Oh, ein Aufzug, den benutzen wir natürlich sofort. Welchen Stockwerk nehmen wir, Liebling? Buff, alle! Das hört sich schon wieder an, wenn irgendwo ein Laden in der Nähe wäre oder so. Was haben wir hier noch? Aber der Portland, also die Fan. Ja, keine Ahnung. Egal, schauen wir weiter. Ah ja. Mist, jetzt habe ich nicht genug Platz mit dabei. Ist egal. Genug Salz, meine ich. Der ist voll, da kaufen wir einmal was. Salz. Einmal. Und das war's eigentlich auch dann schon, okay. Dann gucken wir mal, ob wir endlich zu diesem Monument. Ah, toll. Was kaufe ich jetzt gerade? Das Salz. Ah. War eigentlich klar. Eigentlich war es logisch, dass ich mir Geld ausgebe, dann die Tür aufmache und dann genau das da liegt, was ich eigentlich haben will. Ein Indianer. Oh. Genau, irgendwas Interessantes. Ah, noch ein Audiolog, den spielen wir auch gleich ab. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Ha. Das ging hier. Heftig! Alter! Das war jetzt aber mehr als bloß krasse! Na ja gut, dann schauen wir uns da noch durch. Eine Sprengfalle. Sie prüft uns! Du bist der Freak von vorhin, oder?
Ja, ich weiß, wie man eine Sprengfalle legt, aber... Der Typ ist fett zäh. Salz, Salz! Stirb endlich! Das Schwert der Rabe und der Sarg, der Typ nervt mich da jetzt echt. Ich kann dich nicht drehen, aber sie schon! Sie schon! Ach so, über Kimme und Korn zielen, okay. Ah ja. Das können wir vielleicht bei Gelegenheit auch mal umstellen. Ja, Mann! Ja, der war cool. Was ist das? Was hast du denn hier? Irgendeine neue Kraft? Was hast du denn hier? Salze, wie gesagt. Da ist es. Nimm Killerkrähen. Oh ja, Killerkrähen. Das ist wie bestimmt wieder Insektenschwarm oder wieder Hornissen oder Wespenschwarm in den ersten zwei Teilen. Cool! Drücken Sie die mörderische Krähen zu rufen, halten Sie loslassen, um eine Nestbefalle zu erzeugen. Okay. Halten und loslassen. Okay, ja, also anscheinend haben wir alles für die Plasmide so eine sekundäre Option. Drücke rechte Maustaste, um mörderische Krähen herbeizurufen, die deine Feinde betäuben und verletzen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lasse los, um eine Nestfalle aufzustellen. Während Krähen angriffen, nehmen die Gegner Schaden. Gegner mehr Schaden. Okay. Situation. Wow! Cool! Da wär's mir die einfach verreckt. Cool. Also diese Krähen, glaube ich, könnten eine meiner neuen Lieblingsfähigkeiten sein. Da kannst du wenigstens ein paar auf einmal gleich packen. Aber wir brauchen dann mal mehr Plasmid langsam, aber sicher. Neu. Hut. Brennender Heiligenschein. 70%ige Chance, das Nahkampfziel in Brand zu versetzen. Opfer nimmt 4 Sekunden lang 300 Schaden. Ja, natürlich nehmen wir da die Ausrüstung. 70%. Ja. Achso, der ist noch kaputt. Okay. Schauen wir mal weiter hier in diese Richtung. Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein zwergenhafter Mulatte oder ein einäugiger Franzose. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Geht zur Station, okay. Schau mal. Das mit dem Ding funktioniert echt super cool. Mit dem Haken. Aber wie gesagt, als Waffe finde ich den immer noch wesentlich geiler. Da kannst du halt so übel die Leute massakrieren mit dem Ding. Oh, der will das nicht nach oben gehen. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder extrem blamieren, weil ich an 10.000 wichtigen Sachen vorbeigegangen bin, aber... Da ist er, komm. Skyline-Angriff. Bomm! Was? Ich kann nur zwei Fähigkeiten mitnehmen.
Es hat funktioniert. Eingeäschert. Okay. Nein, das ist nicht so wichtig, aber... Munition, Gesundheit voll. Wir brauchen auf alle Fälle mal mehr Salz. Beim nächsten Mal Feststellung, wir brauchen viel mehr Salz. Betrete die Station. Natürlich will ich die Station betreten. Monument Island, Eingang. Aber es ist gigantisch. Ach, nein, ist wie so ein Kino-Ding. Unheimliche Gebilde in Columbia, eine Produktion der... Ach Gott, wie soll ich so schnell lesen? Columbia staunt und erschrickt über seltsame Erscheinungen. Was ist das? Was sind das für Phänomene, die uns erscheinen und dann wieder verschwinden? Columbias größte Denkerin schweigt dazu. Denkerin schweigt dazu, Entschuldigung. Ende. Das ist ein Blödsinn. Doch kein Mensch. Der nagelt hier wen fest, also tolle Selbstschussanlage ist jetzt schon mal meine tolle Selbstschussanlage, mit dem alleine fängt schon mal an. Komm her, komm her. Fickende Scheißvieh, du kriegst sowieso eine dermaßen Packung. Ja! Burn, Baby! Burn! Das sind ja noch zwei jetzt, reicht's nochmal. Da ist er. Die Gelben sind echt cool, Mann. Da hinten noch der letzte, komm. Ja, von wegen den Pachmerplatz. Das haben uns ja wirklich sehr erfolgreich durch diesen Haufen durchgearbeitet. Wie geil. Also, das ist richtig Fun. Es macht richtig, richtig Fun. Kohlen. Da ein Safe. Safe ist immer gut. Safes sind immer Kohlen und Kohlen sind nie schlecht. Weil, wie sagt man so schön, Geld stinkt nicht und genauso ist es. Okay, aber jetzt glaube ich, dürfen wir uns mal beeilen. Der Part hat jetzt relativ das Ende eh schon erreicht. Jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch? Dollar Bill und, oh Gott, was haben sie denn? Was verkauft mir der? Der verkauft mir Gesundheit und so einen Schmarrn. Was verkauft mir der? Ah, der verkauft so Plasmid Specials. Bewirkt, dass das Opfer von Killerkrähen und zu Krähen fallen werden. Das ist natürlich geil. Das kostet jetzt noch viel zu viel, aber das ist echt geil. Dass die, wenn die umfallen, zu Krähen fallen werden. Und was ist das dann? Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Ja, das ist auch gut, aber das mit den Krähenfallen, das behalten wir mal im Hinterkopf. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Fahrschaft verfügen, mein Freund. Ja, das werde ich machen. Jetzt tun wir noch gleich nochmal einmal auffüllen. Gut. Dann gucken wir mal, vielleicht sehen wir hier den Monument Mountain noch. Da ist er eh schon. Gut. Nein, aber wunderbar, ich würde sagen, dann machen wir das nächste Mal genau hier weiter.
Springschätzung, ich schätze mal ganz stark. Ja, genau, man sieht es eh schon. Wir müssen uns hier an diesen Ring-Sky-Dingern da, Skylines nennen sich die da, entlanghangeln mit unserem Haken. Ansonsten war es meine unglaubliche Freude, mit euch diesen Part zu erleben. Es macht einen höllischen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude daran. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Element, denkt ans Motto, fuck the name und play the game. Und das war's dann. Bis dann. Ciao.